Ja, hallo, der Michel hier von Mika News. Ich bin hier bei der BWS Lauf Nummer 2. Ich nehme euch mal ganz kurz mit. Ihr seht auch gleichzeitig, wie so ein Rennen überhaupt abläuft. Klar muss man vorher natürlich die Strecke aufbauen, das gehört dazu. Und jetzt hinten seht ihr aktuell, der Livestream läuft noch nicht, aber zumindest habe ich den jetzt schon mal vorbereitet. Und ihr seht, das Training läuft aktuell. Dazu gehe ich jetzt hier mal auf die andere Seite. Ich werde das Ganze wahrscheinlich nochmal anmoderieren, das Ganze, damit ihr hier ein paar Eindrücke bekommt von der BWS und wie so ein Rennen überhaupt abläuft, was man so braucht. Mal ganz kurz eingefügt. Ne? Natürlich müssen die Autos vorbereitet werden vor dem Rennen. Dann muss man das in sein Auto packen oder Fahrrad und dann kommt man hier an auf so einem Rennen und packt seinen Schraubertisch aus, Equipment auf. Und dann kann man hier fahren. Man muss sich an den Zeitplan halten und natürlich die richtige Klasse wählen. Und das seht ihr jetzt nach dem Intro. So, gleich geht's los. Berlin-Wintersee ist zweiter Lauf. Hier beim TSV Mariendorf. Ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Abstecher. Hier sehen wir die Zeitnahme und hier sehen wir die tolle Rennstrecke. So, ein erstes Auto ist schon auf der Bahn. Die dürfen schon fahren hier, bevor das Training losgeht. Ja, Streckenführung hat sich nicht geändert zum letzten Mal. Alles gleich geblieben hier. So, nur hier. Jetzt mal ist da sein Infinity. Hi, Herr Lukas. Ein paar Linerländer. Hier der Joshua zum Beispiel auch. Der Herr Lehmann. Hier der Jan Ratajski. So, dann haben wir hier die 12er-Fahrer, den Nico, manche Frühstück noch, hier der Wolf Hoffmann von OMG. So, hier, ne? Tolle X-Ray-Tasche. Wenn man hier so herkommt zum Rennen, da hinten, ne? 1-12er, der Weber, der Jan. Hier ist Ebi ist auch da, Tom Bujara ganz neu hier, der Fritze und der Kajole von Kutschau. Hier werden Reifen gespielt. Ah, ja. Ja. Ja, wünsche ich dir auch. So, hier wird überall geschraubt. Hier. Setup macht man aber vorher eigentlich, ne? Vor dem Rennen. Ja, und keine Freunde, ne? Danke. Oh, hier wird auch vorher Setup gemacht. Anstatt man das zu Hause macht, ne? Machen wir es kurz vor dem Lauf. So, hier ist die technische Abnahme. Waage zum Wiegen. Startnummern. Strommessgerät. Motoren. Tester. Und hier der FTR-Checker. Um die Untersetzung zu messen und die Motordrehzahl. So, hier der Ronny Haser, letztens gewonnen, die Fanklasse. Na, Emily. Und dann hier eine Runde. Ja, Emily ist auch da, Familie Ratajski. Hier sieht man es unschwer, der Ben mit Namen hinten. Ja, viele, oh, eine Hohlespule. Hier sind viele
junge Fahrer sind da, dann auch hier junge Damen sind da. Und hier noch mal eine Runde. Ja, wie gesagt, junge Damen sind auch dabei, nicht nur die Herren hier beim Rennen vertreten. So, schöne Strecke hier. Dann war ja mal ein bisschen breiter. Krass, ja. Hier wird gefahren. Zwei Tage dann BDS heute, Training, Vorläufer und morgen noch ein Vorlauf und dann Final. Mittlerweile auf 1300, ne? Also auch ein bisschen leichter. 1250. Ja. Ja, muss. Und wie gesagt, hier wird die Spannung weggemessen. Und hier das Gewicht auf der Waage. So, hier gibt es die Zeiten zu sehen. Später mal zumindest. Jetzt ist die Gruppeneinteilung hier und auch der Zeitplan ist hier angeschlagen. Ja, hier im Training geht es natürlich darum, eine gute Abstimmung zu finden für die Fahrzeuge, um dann praktisch in den Vorläufen sich einen guten Startplatz fürs Finale rauszufahren. Ne? Jeder will natürlich ins A-Finale kommen, das ist ganz klar. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Aber natürlich wird auch im B-, C- und D-Finale hart gefeitet. Ich, das letzte Mal war ich im B-Finale gewesen und hatte einen tollen Zweikampf gehabt, beziehungsweise einen Dreikampf gehabt mit den anderen Fahrern hier und habe sogar das B-Finale gewonnen. Ja, natürlich, da war ich natürlich very happy, wie man so schön sagt. Weil das gehört halt genauso dazu. Ja, verschiedene Klassen. Wir fahren ja auch Formel 1. Im Moment ist hier Tourenwagen GT und 13,5. Oh, da wird es mal ganz heiß gewesen. Ja, wird natürlich überall spannend um jede Platzierung. Und jeden Meter. Und hier, wie gesagt, im Training geht es ja einfach nur darum, sich ein gutes Setup zu erarbeiten. Oh, Bandenkontakt bleibt manchmal nicht aus. Das gehört hier dazu. So, hier haben wir mal ein Formelfahrzeug. So, hier haben wir ein FWD von Möhren. Wenn wir mal hier rüber gehen, da haben wir ein 4WD. Ein X-Fail. Mit Allradantrieb hier. Jetzt hier einen anderen FWD. So, hier sehen wir mal von K.O. den GT1. So, hier haben wir GT-Karosse, ganz klar. Ja, muss natürlich runter sein. Ja. Hier davor aber ein FWD. Ihr seht, hier fehlt hinten der Antrieb. Aber wie gesagt, hier fährt er auch noch GT. Ja, jetzt haben wir es nochmal hier, das Fahrzeug, was unter der GT-Karosse steckt. Was immer wichtig ist, ne? Hier, wir haben hier eine schöne Lampe, haben viele, tolles Werkzeug. Naja, und dann, klar, verschiedene Ladegeräte, jeder setzt auf sein eigenes, Lipo-Akkus und am besten, und nicht nur am besten, auf jeden Fall in Lipos aufladen. So, dann ist die 12er.
Ach, jetzt machst du das wohl noch sauber hier. Ah, krass. Muss sein. Ja. Neue Öl. Ja, gehört dazu. So, und hier auch wieder ein anderes Ladegerät und Hitlampe. Da war gerade einer Maler geworden, ne? Ha? Da war gerade einer Maler. Ganz wichtig, Reifen schmieren. Ja, so ist der Maler. Und hier kann man das Ladegerät gleich als Ladegerät für ein Handy nutzen. Ja, die Karosse passt schon aufs Auto. Ja, aber ich habe noch eine andere Nachlade. Muss immer drauf achten, wenn die Löcher, sonst passt dann ja nicht so. Das ist immer. Das pusht man zu Hause. Nee, das habe ich. Muss ich wieder umständen. Da habe ich vorhin drin. Kann ich den hier umsetzen? Verschiedene Sender. Da kann man noch mal sehen, unser Auto, wie die fahren, wie wir gefahren haben. So, so komm. Sender gibt es natürlich auch individuell. Dann läuft die Farbe zu schnell. Kann man ja schön im eigenen Design machen. So, Heizdecken gehören genauso dazu zum Heizen der Reifen. Dann kannst du von der Seite alle beide. Ja, ich weiß. Aber es sind, es bleiben und sind trotzdem zwei GTs. Ja, sieht doch mal schick aus. Mhm. Ah, hier für die Reifen. Reifenwärme. Ja. Und hier kann man Temperatur einstellen und ganz klar Netzteil. Ladegerät wird natürlich genauso dazu. Und ein Lipo-Sack für die Lipo-Akkus. Und hier mal eine andere Technik, anderes Ladegerät. Naja, das setzt ja jeder Fahrer auf sein eigenes Equipment. Mhm. Kommt immer erst Papier davor. Mhm. Auch hier jetzt die Reifenwärmer drauf. So, dann geht's los mit Sport. Wie warm machst du? So um die 30 Grad. Ah, okay, danke. 130? 60 ist doch eigentlich ganz gut, oder? Halt mal. Kick mal hier. Lampe, der Luxus. Und hier ein Ständer. Ein Ständer, ja, fürs Ladegerät kein anderer Ständer. So, wir haben Klammern geschnitten. Das ist noch eine ganz alte Hot. Na, ganz alte Graupner. Ja. Mann, Fernsteuerung. Ladegerät. Läuft gut. Mhm. Und hier mal so ein typischer Arbeitsplatz. Ne? Wir haben hier das Werkzeug. Können wir mal runter gucken. Hm? Reifenfüllmittel, Sender, Lipo-Tasche, Ladegerät, Netzteil und dann das Fahrzeug mit dem ungewöhnlichen Fahrtständer. Hier auch ein Eigenbau-Akkuhalter hier. Mal was ganz anderes. Ah, ist halt Modellbau. Alter, ist das ein geil. Das ist ja gar nicht. Oh! Danke. Ja, auch mal was ganz ungewöhnliches. Wenn man mehrere Klassen fährt. Ein schön. Schön Stand dafür. Aber auch nicht schlecht. Oh, was machen wir jetzt hier? Oh, was machen wir jetzt hier? Dürfen wir Moosgummi fahren hier? Ja. Ja, cool. Alter, das ist ja auch mal ein geiler Arbeitsplatz hier. Hitmappe. Ständer fürs Ladegerät. Lipo-Sack. Steckdosen.
Werkzeug. Hier kann man zum Beispiel eine Schublade noch dazu. Coole Sache. Und hier Fotosender. Im eigenen Design. Kann man ja so machen lassen. Cool. Beim Alex. Guck mal, ne? Haben wir noch den Sender an? Mit individuellem Logo drauf, ne? Sender mal an? Ja. Hier. Oh, sonst 12 wird natürlich aufgefahren. Hier. Ja, das war mal ein kurzer Rundgang hier durchs Fahrerlager. Noch sind nicht alle da. Die Strecke wird immer noch trainiert. Ja, so ist das. Jeder hat so seinen Platz im Fahrerlager eingenommen, bereitet seinen eigenen Platz vor, hat natürlich Werkzeug mit, ein Ladegerät, um die Akkus zu laden. Da hinten ist der Zeitnehmer, wo die Zeiten dann mitlaufen. Und je nachdem, ihr könnt FED, Formel 1 und diverse Tourenwagenklassen fahren und eben auch 1 zu 12, je nachdem, was ausgeschrieben ist beim Veranstalter. Ja. Mal so einen Eindruck vom BWS-Lauf hier. Da hinten ist der Fahrerstand beim PSV Mariendorf. Und da hinten ist die Zeitnahme. Und da werden die Zeiten angenommen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Mika. Mika! Imbiss auch. Kanal hier. Ja, nochmal zum Abschluss. Für Imbiss war auch gesorgt oder ist auch gesorgt. Je nachdem, wo man sitzt, wird man auch verköstigt.